glaube, der ist recht locker. Ich glaube, der ist vor allem, hat er ja extra Steglitz ausgesucht. Kennen das hier sehr gut. Würdest du gerne Interviews? Nee. Nee, ne? Hallo. Hallihallo. Was kennst du denn? Ebenso, ne? Schon, dass es klappt. Ich bin gespannt, was wir machen. Wer weiß, was wir heute machen. Nicht so richtig. Nur gesagt, wir können irgendwo rumlaufen, wo ich will. Genau, wir gehen cornern quasi. Ja. Das heißt, wir sind jetzt hier im krasses Imbiss. Richtig. Und das heißt, was verbindest du damit? Hast du hier früher mal gegessen? Ja, tatsächlich schon. Ja. Es gab ein krasses Nachtschwärmeangebot. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Da konnte man 2 Currywurst ab 10 Uhr kriegen zum Preis für eine. Ah, schade. Ja. Was hättest du denn gerne? Ich hätte gerne eine Currywurst mit Brötchen, glaube ich. Okay, dann nehme ich das einfach auf. Du bist ja der Experte. Aber das heißt, du bist hier in Schicknis aufgewachsen? Ja, tatsächlich ja, wir alle, unsere ganze Welt. Kann ich auch was zu trinken? Eine Cola würde ich nehmen. Ja, die würde ich auch nehmen. Vielen Dank. Das heißt, hier bist du zur Schule gegangen, groß geworden, dann irgendwann? Irgendwann sind wir dann natürlich nach Neukölln gezogen, weil wir coole Musiker sind. Ja. Aber ich dachte, das wäre mega peinlich, wenn wir jetzt so ein Corner-Format machen in Neukölln, so als Klischee-Musiker. Bei mir nicht, danke. Also bei mir auch nicht, danke. Das heißt, du wolltest das Klischee des Musikers in Neukölln? Ja, dann wäre das alles so mega cool und dann wären wir so am Kanal lang gelaufen oder was. Dann dachte ich, aber hast du mal, ich lieber in den uncoolsten Bezirk, den ich kenne, wo wir herkommen. Aber bist du dann einfach nach Neukölln gezogen, seitdem bist du in Neukölln, oder? Ja. Eigentlich seit, ja, seitdem ich Schule fertig hatte. Ja. Passt. Und wusstest du schon in der Schulzeit, dass du das machen willst, was du jetzt machst? Nee, eher im Gegenteil. Und das war, glaube ich, auch lange Zeit für alle unsere Freunde eher unangenehm, dass wir diese Band hatten. Weil wir die halt immer da so genervt haben damit und meinte, hey, bitte, bitte, du musst auf unser Konzert in die Weißen Rosen kommen und so. Und dann gab es irgendwann so einen Punkt, wo wir uns dann so halb entscheiden mussten. Und dann haben wir alle so ein Jahr Pause gemacht und gesagt, wir machen jetzt nur Mucke das Jahr und gucken, was geht. Und dann ganz, ganz schlecht. Du schreibst ja bei euch die Songs auf oder macht das alles zusammen? Ist das so ein Gemeinschaftsprozess? Also ich mache die Texte, die mache ich alleine und die Songs, die Mucke machen wir so größtenteils zusammen. Also ich mache dann so ein paar Akkorde, Melodien vor und dann machen wir zusammen den Song fertig meistens. Fahrt ihr dann immer weg oder machst du das hier in Berlin oder bist du immer irgendwie, nimmst du ja, ich mach's immer hier. Ja. Ich glaube, das wäre mein Horror. Diese typische Indie-Band-Story, sich in Schweden in so einer Holzhütte einen Monat einzuschließen und dann so ein Album aufzunehmen, da würde ich, glaube ich, komplett die Krise kriegen. Das ist voll viel. Und jetzt seid ihr ja nicht nur, ich sag mal, Arbeitskollegen, sondern ja auch Freunde. Habt ihr da auch so verschiedene, so klassisch, wie man so im Klicken kennt, so jeder hat seine Rolle, der eine ist die Diva, der nächste ist der Witzbold, der nächste ist der Draufgänger? Ja, natürlich, ganz genau so, ja. Wer bist du? Ich bin, glaube ich, eigentlich der ruhige, zurückhaltende. Genau, deswegen gebe ich auch nicht so gerne Interviews eigentlich. Du gibst nicht gerne Interviews? Schön, dass du mich dann beerbst heute. Das ist eine besondere Ehre. Gehen wir im Park eigentlich? Ja, wir gehen cool, im Park. Okay. Wir haben noch eine kleine Überraschung vorbereitet. Du gibst gar nicht gerne Interviews. Warum willst du nicht so gerne, ist das, weil du nicht so gerne im Rampenlicht? Also ich meine, das kann ja nicht stimmen, weil du bist ja auf der Bühne ganz gerne. Oder ist das für dich was völlig anderes einfach? Doch, das stimmt schon, weil ich bin auch gar nicht so gerne auf der Bühne. Also das Quatsch. Ist so, ja, das ist stressig irgendwie. Also ich bin viel lieber im Studio und schreibe die Songs und so, als sie dann auf der Bühne vorzuführen. So. Crazy. Das heißt, Tour ist für dich nicht nur Vergnügen, sondern auch wirklich emotionaler Stress. Also bei Tour ist natürlich, dann kommen noch andere Sachen dazu, dass du halt auf so krass engem Raum die ganze Zeit bist, klar sind wir alle super eng befreundet, sonst würde ich es, glaube ich, gar nicht aushalten. Aber ich fühle mich dann halt so beobachtet. Ich denke so, okay, jetzt muss ich hier total. In der Tat, wirst du auch beobachtet? Da stehen ja auch so ein paar tausend Leute. Kleineren Bühnen, da macht man sich vorher Gedanken darüber, okay, wenn ich auf der Bühne stehe und dann meine Musik mache, wie bewege ich mich cool? Hast du über dein Tanzen jemals nachgedacht? Oder ist das immer natürlich gewesen und einfach so getanzt, wie es dir einfach. Das war tatsächlich, glaube ich, immer natürlich, ja. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Ich habe letztes Wochenende haben wir auf dem Festival gespielt und ich habe diesen
diesen Punkt verkackt. Es gibt ja so einen Sweet Spot, wo du noch so viel tanzen kannst, dass du gerade noch einigermaßen deine Gitarre spielen kannst. Mhm. Aber ich war drüber. Also ich habe mich so viel bewegt, dass ich richtig beschissen gespielt habe. Und irgendwann habe ich meine Bandkollegen so angeguckt und meinte so, Matze, spiel deine scheiß Gitarre und hör auf, so viel zu tanzen. Ja, dann bist du einfach im Moment und lässt dich einfach wissen, dass ja, wissen geht. Ja. Und vergisst die tausend Menschen, die auf dich drauf gucken. Ja, aber das habe ich selten auf dem Video, dass ich das komplett vergesse. Und hast du das bei bestimmten Songs? Oder ist das einfach random? Nee, ich habe das eher an bestimmten Orten, wo ich niemanden kenne. Und ich weiß, da ist im Publikum niemand, den ich persönlich kenne. Dann bin ich viel entspannter, als wenn wir in Berlin spielen, das ist der Horror zum Beispiel. Mhm. Alle Family und Friends da und so. Deren Meinung so hoch schätze, glaube ich. Und dann ist es so, oh Gott, wie finden die das, was wir selbst da machen? Ja, verstehe so. Ich. Ja. Gab es da am Anfang auch Kritik? Nein, also ja, natürlich, klar. Am Anfang war das ja alles ein bisschen peinlich, was wir gemacht haben, für die, glaube ich, eher. Also, warum, hast du gerade schon, warum war das peinlich für die? Weil es so nicht erfolgreich war? Oder? Weil wir halt so eine kleine Schülerpunk-Band waren. Mhm. Weil wir wollten das halt unbedingt und haben es einmal so die ganzen Band-Contest mitgemacht und alles so, aber wir konnten ja nicht richtig spielen. Aber irgendwas muss ja, ich meine, du hast ja vorhin schon gesagt, es gab dann viele andere, die die Instrumente viel besser spielen konnten als ihr, aber irgendwas, könnt ja nicht fünf Dilettanten gewesen sein, die das gemacht haben. Vielleicht, weil uns, glaube ich, es klingt jetzt so sehr romantisiert, aber ich glaube, weil uns das halt so ein bisschen egal war, genau das. Also wir haben halt so ein bisschen drauf geschissen, dass wir nicht besonders irgendwie die krassen Musiker waren, einfach das nicht so ganz ernst genommen haben. Ja. Und guck mal, was daraus geworden ist. Ja. Ja, wir stehen wieder in Steglitz an einem Minigolfstand. Und genau, wir hatten überlegt, ob wir ein, zwei Bahnen Minigolf spielen wollen. Hey, hast du Bock? Auf jeden Fall, ja. Dürfen wir eine Runde spielen? Na klar. Ja. Der ist perfekt. Der ist perfekt. Ja, super. Mit dem Noppen könnt ihr die Bälle aufheben. Yes. Alles klar. Vielen Dank. Okay. Sehr schön. Das heißt, wir zocken jetzt Minigolf. Wollen wir uns einfach wirklich drei Bahnen aussuchen, die wir einfach am meisten, die nach am meisten Spaß aussehen? Die coole mit Looping, würde ich. Die mit Looping können wir machen. Das heißt, von der Pyramidenbahn. Sieht super aus. Wenn du sagst, Interviews sind nicht so dein Ding, was ist so das Schlimmste, was dir passieren kann im Interview? Außer Minigolf spielen gehen? Also so. Eigentlich finde ich halt schlimm, was wir sehr oft haben, so ultra langweilige Interviews, wo man sich so denkt, so Alter, das ist jetzt wirklich total belanglos. Aber ganz schlimm finde ich persönlich auch, wenn wir dann ab und zu was mega Schlaues gefragt werden, was man sich eigentlich die ganze Zeit wünscht, aber dann überhaupt nichts Schlaues dazu zu sagen hat. Und also dann so, fuck, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber warum werde ich jetzt diese Frage gestellt? Also das hatten wir. Zum Beispiel nach dem zweiten Album hatten wir das relativ öfter mal, dass wir so ganz viel zu Berlin, zu Gentrifizierung oder so irgendwelchen gesellschaftspolitischen Themen so gefragt wurden. Und als hätten wir jetzt da so die krasse Antwort drauf und so, warum sollen wir es dazu irgendwas sagen? So, wir wollen doch einfach nur Popmusik machen. So. Aber andererseits ist es halt auch genauso langweilig, wie in den ganzen Zeit gefragt wirst, was ist dein Lieblingsgetränk und so. Also, boah. Okay. Sehr gut. Ja. Ja, schön, dann auf bald. Ja, danke schön. Das dürfen wir mitnehmen, ne? Ja, na klar. Ich habe mich gestern noch mit einem befreundeten Booker unterhalten. Er hat so die offene Frage gestellt, meinte so, frag ihn doch mal, wie ist es in 2023 eine Band zu sein? Mit all den Problemen, die es so mit sich bringt. Also dieses Problem Entertainment in Krisenzeiten. Alles wird teurer, du musst deine Tickets teurer machen, damit du überhaupt noch eine Tour umsetzen kannst. Ich glaube, wir hatten halt ultra Glück, dass wir nicht jetzt angefangen haben, Mucke zu machen, sondern dass es irgendwie und wir so eine treue Fanbase haben, die es schon seit ein paar Jahren einfach so mitmachen. Also ich glaube, wenn wir jetzt oder während der Pandemie angefangen hätten, Mucke zu machen, dann wäre es noch mal viel, viel schwieriger geworden für uns, als es das damals war. Dann bin ich ultra happy, dass wir so haarscharf an diesem Social-Media-Ding vorbeigeschrammelt sind, dass wir so jetzt eigentlich, okay, wir haben TikTok, aber nehmen es auch nicht so richtig ernst und das eigentlich ist auch ein bisschen zu alt dafür und das wäre vielleicht auch einfach ultra cringe, wenn wir es machen würden. Hast du mal den Druck verspürt, das Gefühl zu haben, okay, ich muss mich neu erfinden? Ich muss jetzt irgendwie was machen, was jeden überrascht, was noch keiner kennt? Nee, so richtig doll nie, zum Glück. Also ich glaube, das war am schwierigsten bei uns bei der zweiten Platte. Weil da also dieses typische zweite Album-Ding, genau, wenn das erste erfolgreich war, dann muss das zweite mega.
Nie, zum Glück. Das kam, wenn, dann eher so von uns raus, dass wir gedacht haben, oh, wir finden irgendwie, wir sind genervt von unserem eigenen Stuff oder von dem, wie es früher klang und wollen jetzt ein bisschen was anderes machen. Ja. Gibt es Songs, die du gar nicht mehr spielen kannst, willst? Oh ja, richtig viele. Ja. Richtig, richtig viele. Aber okay, dann erzähl mal, wir sitzen hier auf einer Bühne. Das hier, ja, wir haben ja, also wir waren ja früher eine Schülerband und es gab ein oder zwei Klassen über uns gab es eine andere Band. Die waren immer die coolen Band, das war die coole Band und wir hatten so ein kleines Konkurrenzding am Laufen. Und irgendwann haben die es geschafft, halt hier auf der Bühne zu spielen. Und wir standen da halt so hinten und waren jetzt so, keine 8., 9. Klasse oder so. Und waren natürlich mega eifersüchtig und haben es denen gar nicht gegönnt, aber fanden es auch natürlich ultra cool. Dachten so, oh mein Gott, die haben es richtig geschafft, die spielen im Stadtpark Steglitz auf der Bühne hier. So, wenn man da ist, dann hat man es geschafft, so ungefähr. Ja. Und habt ihr es irgendwann mal geschafft? Nee, wir standen nie hier tatsächlich. Das, du hast noch nie hier auf der Bühne gespielt? Nee. Aber wie kommt man denn, also wer vermietet denn diese Bühne? Ja, wahrscheinlich musst du dich irgendwie bei der CDU-Bezirksverwaltung von Steglitz-Zehlendorf melden und fragen, ob du hier ein kleines Jazzkonzert veranstalten darfst, weil dafür gibt es ja die Fördermittel. Na klar. Keine Ahnung. Aber was ist aus der Band geworden, die damals hier gespielt hat? Weißt du das? Die gibt's nicht mehr. Die haben sich irgendwann aufgelöst. Ja, und wer lacht jetzt? Ne? Ja, wer lacht jetzt? Heim. Ja, so, jetzt sitzen wir hier, aber wir können nämlich ganz andere Bühnen spielen. Das wäre doch voll geil, wenn ihr hier mal ein Konzert spielen würdet. Ja, wie witzig wäre das? Das wäre eigentlich ganz cool. Und es hat mir großen Spaß gemacht. Mir auch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Machen wir. Danke.